Ja, herzlich willkommen zum VMware Expert Talk, heute zum Thema Modern Applications. Zu Gast sind bei mir Irene Grabsdorf und Björn Brundert. Herzlich willkommen. Hallo Christine. Hi. Irene, du begleitest Kunden jetzt schon eine ganze Weile bei der digitalen Transformation, speziell im Public-Sector-Bereich. Was ist für dich daran so spannend an dem Thema? Ja, in unserer gesamten Gesellschaft hat sich das Kommunikationsverhalten ja komplett verändert in den letzten Jahren. Und in diesem neuen Kommunikationsverhalten spielt die digitale Erfahrung eine ganz zentrale Rolle. Und um solche digitalen Erfahrungen zur Verfügung zu stellen, also um in diese Kommunikation mit dem Kunden oder dem Bürger zu gehen, müssen Unternehmen solche digitalen Erfahrungen also zur Verfügung stellen. Das heißt, sie müssen neue Software entwickeln oder die Software, die sie haben, eben so verändern, dass sie die digitale Erfahrung bereitstellen. Mhm. Ja, und ich glaube, du bist schon im 10. Jahr bei VMware. Ja. Anfangs sehr stark unterwegs zum Thema Infrastrukturmodernisierung, jetzt passend zur VMware-Strategie zum Thema Modern Applications oder Applikationsmodernisierung. Warum ist das gerade so wichtig, in die Richtung zu gehen? Ja, die VMware-Strategie hat sich ja in den letzten Jahren immer weiterentwickelt und wobei die Vision eigentlich die letzten Jahre eigentlich stabil war, dieses ganze Thema Any Application auf quasi jeder Cloud-Infrastruktur zu unterstützen. Dieses ganze Thema Infrastrukturmodernisierung ist ein ganz zentraler Punkt, um Silos aufzubrechen, um die Innovationsgeschwindigkeit in der Infrastruktur quasi zu erhöhen. Und parallel dazu muss ich mir natürlich Gedanken machen, wie interagiere ich heute mit den Teams, die Software bauen, wie stelle ich denen eine Infrastrukturplattform zur Verfügung, auf der Applikationsmodernisierung überhaupt stattfinden kann. Und dieser Übergabepunkt, das ist quasi das, was für mich gerade das Spannende ist. Wenn wir jetzt von Applikation oder Anwendung oder Fachanwendung sprechen, was genau meint das? Ja, häufig wird ja mit diesem ganzen Thema App erstmal die Smartphone-App assoziiert. Ne? Also natürlich ist das bei der digitalen Erfahrung ein unheimlich wichtiger Punkt, dass man quasi mit dem Kunden direkter interagiert und dadurch kommen halt diese Smartphone-Apps so ins Zentrum. Aber es ist halt mehr als das. Ne? Also Applikationen sind durchaus auch Backend-Systeme, die vorbereitet werden müssen auf eine engere, automatisiertere Interaktion mit meinen Partnern oder mit meinen Kunden teilweise auch. Aber ich habe natürlich auch Common-of-the-Shelf-Software, die mich jetzt als Unternehmen, die ich brauche, die mich aber nicht differenziert. Das Spannende ist aber dieses Thema, die Software, die mich differenziert und wie ich die tatsächlich baue. Ja, ja. Jetzt kenne ich das zum Beispiel aus dem Bankensektor. Bankenkernsystem ist so eine typische Anwendung, ne? Im Bereich der öffentlichen Hand. Wie sieht es da aus? Was ist da so eine typische Anwendung, Irene? Ja, also schön, dass du das mit den Banken erwähnst. Es gibt wirklich viele Menschen, die ihre Bank danach aussuchen, wie gut die App ist, die sie ihnen zur Verfügung stellt. Genauso gibt es aber inzwischen auch durchaus Menschen, die ihre gesetzliche Krankenversicherung danach aussuchen, welche digitalen Erfahrungen sie mir zur Verfügung stellen. Und natürlich betrifft das auch Gemeinden, die sowas wie einen Bauantrag digital bereitstellen und damit ein viel spannenderes Investitionsstandort sind. Also das betrifft ja jetzt sehr stark den Endanwender letztlich. Ne? Wenn es jetzt zum Beispiel um Mitarbeiter geht, wie stark spielt das eine Rolle, da attraktiv zu sein mit Applikationen? Naja, gerade wenn wir sehen, der demografische Wandel, ja, den wir ja aktiv inzwischen durchlaufen, ist es natürlich so, dass alle Unternehmen werden mit wesentlich weniger Menschen die gleichen Services zur Verfügung stellen müssen und daher der Weg in die Digitalisierung. Der andere Teil ist natürlich auch, dass wir ein War for Talents haben, absolut auch in Deutschland, und das Unternehmen, das dann einen tollen Work-Life-Flow zur Verfügung stellt, kann da durchaus punkten. Das kann zum Beispiel auch eine Möglichkeit sein für öffentliche Einrichtungen, die nicht so große Gehälter zahlen. Jetzt müssen ja diese Anwendungen auch irgendwo herkommen. Die müssen programmiert werden. Ne? In-house oder gebe ich das an ein Start-up, was mir das günstig programmiert, Björn? Was mache ich da? Ja, das ist im Endeffekt eine Frage, die muss sich jedes Unternehmen selber stellen. Aber die Art, sich mit Software zu differenzieren, ist unheimlich wichtig heute. Und wenn ich für diese Differenzierung immer erst jemand Externes einschalten muss, der das für mich macht, und dem muss ich erst die Idee erklären und dann muss ich potenziell den wieder involvieren oder jemand anders involvieren, wenn ich an dieser Idee was verändern muss, weil das Nutzerfeedback zum Beispiel ein anderes ist als das, was ich erwartet habe, dann verliere ich diese Innovationsgeschwindigkeit. Ne? Von daher, ich persönlich glaube, dass es intrinsisch motiviert sein müsste, das Ganze als Innovation aus dem Unternehmen heraus einfach mitzubringen und als Teil der Geschäftsstrategie einfach zu etablieren. Ja, dann sehen wir zum Beispiel Ausschreibungsthematik, ja. Ja, die verlangsamt nochmal diese Innovation. Und wir haben gesagt, digitale Erfahrung ist, darüber differenzieren sich Unternehmen. Das ist der Erfolgsfaktor heute. Und damit ist also die Innovationsgeschwindigkeit, die du auch schon mehrfach erwähnt hast, die ist key. Und wenn ich das nach außen verlagere, wird es im Zweifel deutlich langsamer.
Also zusammenfassend kann man letztlich sagen, dass es alle Unternehmen betrifft, ob klein, ob groß. Und ich denke, dass es gezeigt hat, unser kurzes Gespräch, dass es nicht ohne Kulturwandel geht. Applikationsmodernisierung, Infrastrukturmodernisierung sind Themen, die da wirklich eine große Rolle spielen. VMware hat es unter dem Markennamen Tanzu zusammengefasst. Und was es genau damit auf sich hat, besprechen wir in der nächsten Episode.